Er hegt einen Groll gegen Max? Nö. Akro hatte geträumt? Nö. Akro ist der wahre Täter? Bingo! Euer Ehren. Bei dieser Gelegenheit klagt die Verteidigung Akro selbst an. Bei dieser Gelegenheit? Akro anklagen? Für was in aller Welt wollen Sie ihn anklagen? Wir klagen ihn offenkundig des Mordes an Herrn Russell Berry an. Herr Wright, meinen Sie das ernst? Todernst, Euer Ehren. Ich glaube, die Ausflüge in den Zirkus haben dir sehr geholfen. Du weißt jetzt, wie man versucht, die Herzen des Publikums zu gewinnen. Euer Ehren, lassen wir uns von den Spielchen nicht beeinflussen. Das Publikum mit Schall und Rauch zu beeindrucken, ist eine alte Nummer. Wirklich? Sieh dir nur den Zeugen an, wenn du mir nicht glaubst. Er ist so still, dass es fast erschreckend wirkt. Er ist eher ruhig und gesammelt. Herr Dingling, haben Sie auf die Anschuldigung der Verteidigung eine Antwort? Ich muss darauf nicht antworten, oder? Was meinen Sie damit? Sehen Sie alle mal genau her. Ich kann nicht allein aufstehen, geschweige denn die Unterkunft verlassen. Das ist wahr. Ich verstehe, dass Herr Wright nur versucht, seinen Mandanten zu helfen. Ich verstehe, dass Herr Wright nur versucht, seinem Mandanten zu helfen. Aber dass er mich dabei des Mordes beschuldigt? Seht ihr? Selbst die kleinste Unze Verstand zeigt, dass die Anklage lächerlich ist. Sie hat recht! Wie er auf dem Verletzten rumhackt! Der herzlose Mann! Phoenix ist ein Feigling! Hudebudebu! Ja. Siehst du, Phoenix Wright? Wenn du die Unterstützung der billigen Plätze haben willst, geht das so. Ich denke, wir haben genug von diesem Spielchen. Ich habe hier einen Attest, das bestätigt, dass Akro nicht aus eigener Kraft stehen kann. Möchte die Verteidigung das etwa auch widerlegen? Ich höre die Verteidigung schon sagen, Akro hatte einen Komplizen. Was sagen Sie dazu, Herr Wright? Hatte Akro einen Komplizen? Natürlich hatte er keinen. Okay, jetzt hören wir den Namen des mysteriösen Komplizen. Diesmal nicht von Karma. Was? Diesmal ziehst du mich nicht mit hinein. Was plappern Sie da, Herr Wright? Es gab keinen Komplizen. Akro plante und führte den Mord ganz alleine aus. Ruhe, Ruhe! Was zum... Worauf wollen Sie hinaus? Versuch die Spannung zu halten, Nick. Jetzt muss ich beweisen, wie alles zusammenpasst. Ich muss zeigen, wie Akro Russell Berry ermordet hat. Kannst du das, Nick? Kannst du das wirklich? Ich weiß, was ich nicht kann. Ich kann nicht mehr zurück, sonst bin ich verloren. Gut, packen wir es an. Phoenix Wright. Wenn dieser Zeuge der Mörder ist, ist seine Aussage eine Lüge, richtig? Herr Wright, können Sie mir bitte eines erklären? Wo genau hielt sich Herr Dingling zum Zeitpunkt des Verbrechens auf? Ja, wo hielt er sich wohl auf? Natürlich in seinem Zimmer. Er war offensichtlich die ganze Zeit über hier. Das ist Akros Zimmer? Einfach, nicht? Akro konnte die Unterkunft nicht selbstständig verlassen. Es gibt also nur eine plausible Erklärung. Akro verließ sein Zimmer nicht, um den Zirkusdirektor zu ermorden. Was? Bist du verrückt? Was sagen Sie dazu, Herr Dingling? Eine interessante Theorie. Das ist alles?
In Anbetracht dessen, dass Ihre Behauptung unmöglich ist, ist das alles, ja. Herr Wright. Ja, Euer Ehren? Wie der Zeuge bereits sagte, kann Ihre Behauptung unmöglich stimmen. Da er im Rollstuhl sitzt, konnte er nicht zum Tatort und den Mord verüben. Da haben Sie recht. Anscheinend hast du es schon wieder vergessen, Phoenix Wright. Der Angeklagte ist eindeutig am Tatort gesehen worden. Das stimmt. Mo sagte, er hätte Max gesehen, nicht wahr? Aber Maya, Menschen können noch immer nicht fliegen. Dürfte ich eine Frage stellen, Herr Wright? Was denn? Ich verstehe einen Teil Ihrer Logik. Wie soll ich ihn Ihrer Meinung nach jedoch umgebracht haben? Wenn ich mein Zimmer nicht verlassen kann, hätte ich Max Kostüm nicht tragen können. Wie hat er es getan? Das ist der nächste Gang dieses juristischen Buffets. Sei vorsichtig, Nick, wenn du jetzt versagst. Sie hat recht. Ich darf jetzt nicht versagen. Ich sollte gut darüber nachdenken. Ich bin mir sicher, dass Akro den Zirkusdirektor umgebracht hat. Und zweifelsohne ermordete er den Zirkusdirektor, als er in seinem Zimmer war. Nun erklären Sie uns bitte, wie Herr Dingling den Mord begangen hat, Herr Wright. Beweise vorlegen. Ich werde Beweise vorlegen. Womit hat Herr Dingling Russell Berry überhaupt ermordet? Ja, womit hat er den Zirkusdirektor ermordet? Vielleicht ganz eventuell, ja, hiermit. Was ist das? Ein Foto? In der Tat. Das Problem liegt bei dem Gegenstand, der auf dem Foto zu sehen ist. Die Büste? Eine ziemlich große Büste. Und weil sie lebensgroß ist, ist sie sehr, sehr schwer. Schwer? Schwer genug, um jemanden damit zu töten. Besonders, wenn sie aus dem Fenster des dritten Stocks geworfen wird. Ah! Sehen Sie? So war Akro in der Lage, den Zirkusdirektor umzubringen. Mit Hilfe der Schwerkraft und Maximilian Galacticas schwerer Büste. Ruhe, Ruhe! Sie behaupten also, die Büste traf den Zirkusdirektor? Ein eher einfaches Verbrechen. Auch an den Rollstuhl gefesselt, ließe es sich einfach durchführen. Wie kann man denn einen Rollstuhl mit sowas Schwerem bewegen? Das ist unmöglich! Nun, Akro ist Akrobat. Er sollte genug Kraft haben, um so etwas wie eine Büste zu tragen. Herr Dingling, was sagen Sie zu diesen Anschuldigungen? Nun, Akro fehlen die Worte. So soll es auch sein. Er weiß, dass ich der Wahrheit näher komme. Also gut, Akro. Sie können sich diesmal nicht aus der Affäre ziehen. Au! An deiner Stelle würde ich aufpassen, was ich sage, Phoenix Wright. Was? Euer Ehren, die körperliche Verfassung des Zeugen ist in diesem Fall ausschlaggebend. Ich verlange eine umfassende Aussage des Zeugen selbst. Aussage, sagten Sie. Von Karma. Sie verlangt diese Aussage nur, um Zeit zu gewinnen. Es besteht absolut kein Grund für so eine Aussage. Die Verteidigung hat ihre Mordversion. Die Anklage hat das Recht darauf zu antworten. Einspruch der Verteidigung nicht stattgegeben. Warum sieht er die Dinge nicht mal so wie ich? Herr Dingling, es tut mir leid. Wir brauchen eine Aussage zu Ihrer körperlichen Verfassung. Zweifeln Sie jedoch an Ihrer Aussagekraft, übernimmt das ein medizinischer Experte. Der Zeuge wird damit kein Problem haben, aber wir alle müssen Respekt zeigen. Danke. Diese Frau tut alles, um den Fall zu gewinnen.
Zeugenaussage. Akros Verfassung. Ich denke, ich hätte einen Gegenstand von der Größe der Büste heben können. Da ich Akrobat bin, ist mein Oberkörper stark und nur meine Beine sind verletzt worden. Trotzdem hätte ich es nicht geschafft, die Büste zu heben und aus dem Fenster zu sehen. Diese Belastung hätte mein Unterkörper unmöglich aushalten können. Darum hätte ich nicht wissen können, wo sich der Kopf des Zirkusdirektors befand. Deshalb wäre es unrealistisch, wenn ich die Büste auf ihn fallen gelassen hätte, oder? Ich habe keine Zweifel an der Richtigkeit dieser Zeugenaussage. Es wäre ihm unmöglich gewesen, die Büste zu heben und zum Fenster zu tragen. Außerdem hätte er unmöglich wissen können, wo der Kopf des Direktors war. Ein einziger falscher Schritt hätte zu noch schlimmeren Verletzungen geführt. Das sehe ich auch so. Was ist Ihre Meinung in dieser Angelegenheit, Herr Wright? Ich würde gerne mit dem Kreuzverhör fortfahren. Das ist Zeitverschwendung. Wirklich eine Schande. Darauf darf ich nicht eingehen. Ich muss mich konzentrieren. Kreuzverhör. Akros Verfassung. Kräftig genug sieht er aus, muss man zugeben. Ich denke, ich hätte einen Gegenstand von der Größe der Büste heben können. Moment mal! Haben Sie die Büste schon mal hochgehoben? Nein, ich habe sie noch nie mit eigenen Händen hochgehoben. Aber ich sollte es schaffen, nicht wahr? Manny kann doch nicht stärker sein als ich. Manny? Dieser verrückte Affe hat Max Büste schon mal gehoben? Fahren Sie bitte mit Ihrer Aussage fort, Herr Dingling. Die Aussage eben könnte noch wichtig werden. Da ich Akrobat bin, ist mein Oberkörper stark und nur meine Beine sind verletzt worden. Was haben Sie getan, um in Form zu bleiben? Nun, ehrlich gesagt habe ich mit dem Training aufgehört. Ich werde nicht mehr aufs Trapez oder Seil zurückkehren. Was Sie nicht sagen. Aber nichts für ungut. Ich habe keine Angst, ein Rennen gegen Sie zu verlieren. Ich auch nicht, Phoenix Wright. Ich würde auch nicht verlieren, lahme Kröte. Ich meine Nick. Wow. Wieso dreht sich alles plötzlich um mich? Ich schätze, ich bin stärker als ein durchschnittlicher Bär. Kein bisschen von sich eingenommen, der Typ, aber egal. Trotzdem hätte ich es nicht geschafft, die Büste zu heben und aus dem Fenster zu sehen. Und warum? Hätte ich das versucht, wäre ich wahrscheinlich auch aus dem Fenster gefallen. Ich habe noch immer fast kein Gefühl in den Beinen. Sie hätten also diese Büste nicht aus dem Fenster werfen können. Diese Belastung hätte mein Unterkörper unmöglich aushalten können. Wie lange, denken Sie, wird es noch dauern, bis Sie wieder gesund sind? Sie müssen bedenken, dass die Nerven durchtrennt waren. Ich mache gerade eine sehr intensive Rehabilitation durch. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder hundertprozentig hergestellt bin. Ich möchte dich an etwas anderes Wichtiges erinnern. Hätte der Zeuge die Büste getragen, hätte er nicht aus dem Fenster blicken können. Da fehlt was. Hust, hust. Darum hätte ich nicht wissen können, wo sich der Kopf des Zirkusdirektors befand. Warum sollte das nicht möglich gewesen sein? Lassen Sie es mich erklären. Sie akzeptieren, dass ich beim Tragen der Büste nicht aus dem Fenster hätte sehen können? Dann hätte ich unmöglich gewusst, wo sich der Kopf des Zirkusdirektors befand. Nun, ich denke, da haben Sie recht. Hey, Nick! Hä? Was wäre, wenn du das Ganze andersherum betrachtest? Überleg doch mal. Wenn er wusste, wo der Kopf des Direktors war, konnte er die Büste fallen lassen. Das ergibt einen Sinn. Wenn ich irgendwie beweisen könnte,
dass Akro wusste, wo der Kopf des Direktors war, ohne nach unten zu sehen. Tja. Ich denke, ich habe alles hinreichend erklärt. Deshalb wäre es unrealistisch, wenn ich die Büste auf ihn fallen gelassen hätte, oder? Wenn sie nur hätten fallen lassen müssen, wäre alles kein Problem gewesen. Wenn ich sie nur hätte fallen lassen müssen... Ja, das hätte ich geschafft. Ich hätte aber niemals auf den Kopf des Zirkusdirektors zielen können. Das lässt ihre Theorie etwas sinnlos erscheinen. Nicht wahr, Herr Wright? Akro ist stark genug, die Büste zu heben. Die Frage ist aber, wie er auf den Kopf des Zirkusdirektors zielen konnte. Ich frage mich, ob er mit Hilfe eines Werkzeugs auf den Zirkusdirektor zielte. So ist es richtig, Nick. Zeig ihnen, was du kannst. Ich muss vorsichtig sein. Ich brauche etwas, das perfekt zu dem Fall passt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendein Werkzeug gefunden haben. Aber vielleicht haben wir was übersehen.